Wir wollen Ihr angeregtes Gemurmel nicht unterbrechen, aber wir möchten Sie trotzdem ganz herzlich hier begrüßen. Mein Name ist Petra Jenn, ich bin die Leiterin des AHU-Familienseminars, in deren Räumen wir uns hier befinden, hier in der alten Töpferei und drüben in der alten Villa stellen wir heute aus die Kunstwerke der Künstlergruppe Arte Leb. Ich freue mich sehr, die Künstler hier begrüßen zu können, Sie aber natürlich auch als unsere Gäste. Vielleicht ein Satz dazu, was wir machen. Wir sind eine Familienbildungseinrichtung. Wir bieten Kurse an für Familien, für Senioren, Kinder, aber auch Fortbildungsangebote machen wir für pädagogische Mitarbeiter. Und wir haben seit Neuestem einige Projekte für Flüchtlinge hier in Leverkusen. Und da kann man so auch so ein bisschen sag ich mal, den roten Faden spinnen hin zu ihrer Gruppe. Es sind natürlich keine Flüchtlinge, aber Menschen aus vielen Kulturen und Nationen. Und von daher ist vom Thema her, denke ich, da ein Anknüpfungspunkt. Und wir freuen uns sehr, dass wir diese Gruppe gewinnen konnten, die heute bei uns so viele interessante Werke ausstellt, die ich mir schon alle angesehen habe. Und ja, ich wünsche Ihnen viel Spaß heute Abend. Gehen Sie nachher auch gerne rüber. Alle Räume sind offen, wo Bilder und Skulpturen zu sehen sind. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ich gehöre zu der Gruppe. Ich habe in Kooperation mit AHU und Frau Jenen diese Ausstellung mehr oder weniger organisiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe voll Lampenfieber gehabt. Ich fühle mich wie damals in der Schule, Geschichtsstunde. Ich saß ganz hinten, der letzte Tisch. Ich habe mich versucht, ganz klein zu machen und unaufdringlich. Und mein Geschichtslehrer wusste es. Er hat mich gesehen, dass ich mich da geduckt habe und habe so getan, als ob ich meinen Radierer gerade aus der Tasche rausholen muss. Und er sagte, komm, hier, an die Tafel. Ja, dann musste ich mal hin. Ich war unterwegs, ziemlich langsam. Ich habe versucht, alle meine Gedanken zu sammeln und alles, was ich am Abend davor gelernt und gelesen habe, kam an. Stand da und wusste nichts mehr. Absolut blackout. Ich starrte aus dem Fenster und sagte kein Wort. Meine Mitschüler kicherten natürlich und lachten. Und es war so peinlich, ich konnte im Fußboden verschwinden, versinken. Deswegen, bitte, wenn ich mich hier gleich verpatze oder falsch was sage, dann entschuldigen Sie mich. Ich stelle unseren Verein vor, unsere Gruppe, wir sind noch kein Verein, wir sind eine Vereinigung. Uns gibt es seit 2011, nicht? 10, Entschuldigung. Seit 2010. 2010 haben wir zum ersten Mal im Lindenhof ausgestellt als Gruppe. Und das ist jetzt mehr oder weniger unser Stammplatz geworden, so dass wir immer dort ausstellen. Jedes Jahr im Oktober sind wir dort vertreten. Wir kommen, wie schon Frau Jenen gerade erwähnt wurde, aus ganz verschiedenen Nationen. Es gibt Leute aus Indien, aus Kasachstan, Aserbaidschan, aus Polen, Ukraine, Syrien jetzt seit neulich. Stuttgart. Deutsche Kollegen haben wir natürlich auch. Ein Exotzimmer dabei. Eine syrische Frau ist heute als Gast auch mit zwei Zeichnungen oder Grafiken hier vertreten. Ich denke, wenn sie Lust hat, dann kann sie auch beitreten. Heutiges Motto unserer Ausstellung lautet buntes Treiben. Buntes Treiben, weil wir so bunt sind als Gruppe, weil wir so verschieden sind, verschiedene Schule hinter uns haben. Aber
Das Einzige, was uns verbindet, ist die Leidenschaft. Die Leidenschaft zu malen, die Leidenschaft, etwas zu erschaffen. Und natürlich die Möglichkeiten haben, diese Sachen, was wir zu Hause malen oder basteln oder was auch immer wir damit anstellen, zeigen können. Und natürlich Karneval. Ne? Karneval darf man jetzt nicht vergessen. Wir sind jetzt mittendrin, nächste Woche Straßenkarneval angesagt. Deswegen sind wir alle heute schön behütet. Und wir tragen auch alle Namensschilder, sodass man uns auch ansprechen kann, Fragen stellen. Ja, habe ich etwas vergessen? Ich weiß es nicht. Genießen Sie einfach den Abend und ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich. Ja. Das ist Volker Tizier, der macht und noch ein kleiner Einschub von mir. Volker begleitet uns auf der Gitarre. Besten Dank. Schon erprobt zum dritten Mal, glaube ich, heute. Und Martin König, ein Poet aus Leiflingen. Ein Weltpoet präsentiert uns auch noch ein bisschen was von seiner Kunst. Vielleicht Volker, du bist uns was Leichtes, Kurzes am Anfang und dann Martin, hören wir dir noch ein bisschen zu und dann nachher steht es eure Verfügung. Danke. Kunst, die alles auszudrücken wisse, wo Malerei, wo Dichtkunst an ihre Grenze stoße. Mitunter aber ist die Musik, die große, entblößt, die bloße, verlöre sich bei dem im ungewissen Wagen, zu dem vielleicht und leicht der Pinselstrich des Malers könnte etwas sagen. Oder an einem anderen Ort, dass das, was so wie es im Buch der Bücher steht, am Anfang war, allein noch lebte fort, das mir so liebe Wort. Mal ist es so, mal umgekehrt. Musik und Malerei und auch das Dichterwort, sie sind drei Künste, die erzählen. Man mag nun diese oder jene und ihre Günste sich zur Liebsten wählen. Sie sind und bleiben drei von höchstem Wert.
Empfehlung. Lest, was schlecht und brecht. Das nie erfährt ist Bert. Doch dann lest erst recht. Bert Brecht. Die Farben, wir haben hier so schöne bunte Farben überall an den Wänden. Manche haben schöne bunte Farben auf den Köpfen. Und die Farben der Liebe, die begleiten uns eigentlich die ganze Zeit. Die Farben der Liebe. Golden strahlt dein Blick und purpurn auf die Leinwand meiner Seele. Und immer malt der Sehnsucht blau dein Abbild in mein Herz. Ein Bild, das so vollkommen ist und so vollkommen mich beherrscht. Und Auge wird mein Herz und Ohr und meine Seele atmet auf und weit, ganz weit geöffnet ist der Liebe rosenrotes Tor. So, ich möchte Sie jetzt gleich entlassen hier mit einem kleinen Rausschmeißer aus meiner Heimat. Ich komme aus dem Ruhrgebiet und da sagt man in so einer Situation schon mal, für mich jetzt hier, Schicht im Schacht. Schicht im Schacht. Schicht im Schacht ist, wenn der Steiger sagt, jetzt ist aber Schicht im Schacht. Jetzt geht's rauf. Gute Nacht und Glück auf. Bis bald.